Hallo und guten Morgen. Ich trinke erstmal mein Glas. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dieses Wasser doch nicht drinkable ist. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, aber es könnte auch von dem Essen von gestern da, also daran liegen. Aber egal, ich trinke jetzt einfach mal das Wasser. Ich habe nichts anderes da. Heute ist ein neuer Tag. Und heute weiß ich immer noch nicht, was ich mache. Ich mache das immer so tagesabhängig. Also ich hatte mal überlegt, ob ich mal rübergehe. Also ich war ja schon bei diesem Sonnenuntergang. Ah, vielleicht sollte ich das Mikro auch zu mir packen und nicht der Baustelle entgegen. Ich hoffe, man hat mich jetzt gehört. Aber ja, genau. Also vielleicht gehe ich einmal rüber auf die andere Seite vom Fluss. Ich war ja schon da auf dieser Brücke, beziehungsweise beim Sonnenuntergang bei diesem bekannten Spot. Ich packe den euch mal hier rein oder in einem der vorherigen Videos mache ich einfach den Standort dann zu dem Spot, wo ich den Sonnenuntergang gefilmt habe. Und beim letzten Mal, also vor 3 Jahren, fand ich das richtig schön dort. Also da hatte ich ja einen Hop-on-Hop-off-Bus-Tour gemacht. Und das kann ich auch eigentlich jedem empfehlen, der mal Porto in sehr wenigen Tagen bereisen möchte. Einfach für 2 Tage so eine Hop-on-Hop-off-Tour buchen und dann hast du alles gesehen. Also was halt so die touristischen Sachen angeht. Genau, dann wollte ich halt, ich hatte halt darüber überlegt, darüber zu gehen. Wo ich bisher immer noch nicht war, obwohl ich schon jetzt zum 3. Mal hier bin, ist in der Livario Lello, glaube so heißt sie. Aber mich spricht das überhaupt nicht an, da mit so 1000 Leuten in dieser Bücherei da oder Bibliothek oder was auch immer zu sein. Vielleicht filme ich euch das gleich mal ab, aber ich denke, ich gehe nicht rein. Weil davon gibt es auch genügend Bilder und Videos auf allen möglichen Plattformen. Also da könnt ihr einfach mal da reinschauen. Und ich glaube, man kriegt es nicht schöner hin, beziehungsweise nicht mit weniger Menschen, weil die sind einfach immer da. Genau, für mich geht es aber jetzt erstmal in den Starbucks, denke ich, um da einfach nochmal wieder ein paar To-Dos abhaken zu können, damit ich halt morgen bzw. übermorgen vielleicht mal einen Strandtag einlegen kann. Genau, heute ist das Wetter auch wieder sehr, sehr gut. Sonnig, mögen wir. Und ich packe jetzt mal meinen Rucksack und leg los. Ich habe eben meine ganzen Instagram-Stories in Highlights gepackt. Das hat irgendwie länger gedauert als gedacht. Und deswegen komme ich erst jetzt los, aber ja, sind ja auch erst 8.28 Uhr. Ich war um 6 Uhr, 6.50 Uhr oder so wach, ohne Wecker. Genau, los geht's. So, ich war jetzt den ganzen Tag im Starbucks, oder also bis halt jetzt um 13.16 Uhr. Ich habe gleich noch einen Kennenlern-Call, aber davor gehe ich jetzt erstmal wieder beim Buffet essen. So, ich habe jetzt noch einen Call und der startet jetzt auch sofort. Um 14 Uhr und ich dachte, ich hätte heute keine Calls, aber tatsächlich wurde er gerade eben noch spontan gebucht. Und dann mache ich den noch und dann mache ich noch 2 To-Dos, die ich abhaken wollte. Und dann geht's raus. Ohne Rucksack und ohne Sachen. Das nervt mich ein bisschen, hier mit diesem ganzen Zeug rumzulatschen. So, der Call ist jetzt vorbei. Das hier wird wahrscheinlich eher ein Video, wo man mich sieht. Wow, ich bin hier begeistert. Auch wenn die restlichen Vlogs ja eher so ein bisschen in die Richtung gingen, dass ich euch was von der Stadt gezeigt habe. Aber heute, ich habe einfach viel gearbeitet. Ich kann es nicht anders sagen. Und dann war ich nur essen zwischendurch. Und der Call war sehr erfolgreich, übrigens. Also, ja, ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit ihr. Und ich glaube, jetzt muss ich mich erstmal hinlegen und schlafen, weil ich habe gerade eine Dienstleistung abgeschlossen, beziehungsweise teilweise abgeschlossen. Ein paar Sachen muss ich noch machen, aber das mache ich nicht heute, weil ich da eine Rückmeldung für brauche. Und deswegen entspanne ich mich jetzt mal kurz und dann geht es entweder auf die andere Seite oder an den Strand. Ich bin mir ein bisschen unschlüssig. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich jetzt am Strand. Wow, hier ist wirklich sehr viel los.
Aber gut, sind alle am Joggen hier. Ich habe meine Schritte noch nicht mal halb voll. Naja, egal. Ich sammle die jetzt mal. Gibt es ja auch endlich mal ein ordentliches Outro. Ich glaube, bei den anderen Videos habe ich es gar nicht geschafft, ein Outro zu filmen. Wobei das ja nicht wirklich ein Outro ist, sondern ein Recap, wie ich es finde, alleine essen zu gehen. Aber davor wollte ich doch mein neues Kameraband zeigen. Schaut mal, wie cool das aussieht. Und das hängt jetzt an meiner Kamera. Und damit laufe ich dann jetzt immer so rum. Finde ich sehr cool. Und genau, das dazu. Aber ich wollte ja auch noch mal kurz ein paar Worte darüber verlieren, wie ich das finde, alleine essen zu gehen. Ich bin vom Strand jetzt mit dem Taxi nach zum Restaurant gefahren, weil ich wollte eigentlich mit dem Bus fahren. Aber der Bus ist dann irgendwie so eine halbe Stunde oder Stunde nicht gekommen und dann dachte ich mir so irgendwann, nee, keine Lust. Hab geguckt, wie teuer ein Taxi ist und das war gar nicht mehr so teuer. Ich glaube 5 Euro und der Bus hätte auch für mich 2,50 gekostet. Dementsprechend habe ich da gerechnet und es war für mich einfach sinnvoll, dass ich da überhaupt wegkomme, weil ich glaube, der Bus ist bis heute wahrscheinlich nicht gekommen. Aber ja, genau, dann bin ich mit dem Taxi zu diesem Restaurant gefahren. Die müssen hier immer so Wege fahren, das ist, also ich glaube, ich würde durchdrehen, wenn ich diese Straße hier fahren müsste, die Taxifahrer. Aber ich bin ja kein Taxifahrer. Deswegen, ja genau. Und dann war ich da in diesem Restaurant. Das waren Italiener und die Pizza, die war wirklich so, so, so lecker. Und ich hatte davor noch so einen Burrata, weil ich bin jetzt aktuell in dem Mut, man gönnt sich ja sonst nichts außer im Urlaub. Und ja, deswegen habe ich mir da zwei Gerichte bestellt. Und ich wollte die ganze Zeit mal Burrata im Restaurant testen, weil ich hatte Burrata bisher wirklich sehr selten. Und wenn, habe ich es mir selber gemacht. Und ich bin ein kleiner Fan. Also heute geworden wahrscheinlich. Aber eigentlich bin ich auch so schon ein Fan von Burrata. Und der Vorteil ist, wenn man alleine essen geht, also den Vorteil hatte ich zumindest, dass ich ja frei entscheiden konnte, worauf ich Lust habe zu essen. Und ich hatte halt heute Bock auf Pizza. Und deswegen habe ich mir eine Pizza bestellt. Und dann konnte ich mir auch das Restaurant frei aussuchen. Und dieses Restaurant, das war einfach, ich glaube, es hatte eine Bewertung von 4,9 oder 4,8. Und als ich da rausgegangen bin, also wir haben jetzt 20.47 Uhr, da standen so viele Leute davor, wirklich, es war sehr, sehr krass. Und dann, also man hat sich schon so ein bisschen so genötigt gefühlt aufzustehen,
weil da halt ständig Leute reingekommen sind und einen Platz haben wollten. Das ist halt der Nachteil. Man fühlt sich schon so ein bisschen, als würde man jemanden den Platz wegnehmen, weil man ja immer alleine an einem Zweiertisch quasi sitzt. Also das Gefühl habe ich schon, aber ist ja nicht mehr eben so, ne? Und ich finde auch, dass wenn man da eben sitzt und alleine sitzt, man wird erstens von den Kellnern meiner Meinung nach ganz anders behandelt, weil die sich so denken, oh ja, die ist allein, dann kann man sich mal mit der unterhalten. Also das ist auch so ein Ding. Und man nimmt das Restaurant, finde ich, ganz anders wahr, als wenn man jetzt zu viert, fünft, zweit oder was auch immer da ist. Also man nimmt so richtig die Beziehung unter den Menschen wahr. Man nimmt wahr, okay, wie läuft das hier eigentlich? Ob man das möchte oder nicht, ist dann halt auch wieder dahingestellt. Aber grundsätzlich, ich finde es nicht schlimm, alleine essen zu gehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen eine Hürde ist, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal alleine in ein Restaurant. Ich habe damit angefangen, ich glaube, da war ich 17 oder 16, 17 glaube ich. Und da war ich alleine in Berlin. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, was mache ich jetzt? Ja, okay, gehe ich jetzt mal essen. Und das war der erste Tag, glaube ich, so, an den ich mich zumindest erinnern kann, wo ich alleine essen war. Und das heißt, ihr müsst es ja nicht nur im Urlaub so machen, dass ihr quasi irgendwo alleine essen geht, sondern ihr könnt es auch in der Stadt machen, wo ihr lebt, dass ihr da einfach mal alleine essen geht. Ich war auch beispielsweise schon mal alleine All-You-Can-Eat-Sushi essen, weil ich mir so gedacht habe, okay, was ist der nächste Step out of meiner Comfort-Zone, wenn ich schon mal alleine in einem normalen Restaurant essen war. Okay, dann natürlich Sushi All You Can Eat essen. Und auch das habe ich gemacht. Das kann ich nicht so empfehlen, weil das ist wirklich, da habe ich mich wirklich deprimiert gefühlt. Und das würde ich so nicht nochmal machen. Aber alles andere, wenn man jetzt halt zum Beispiel alleine im Urlaub ist, kann man mal alleine essen gehen. Das ist wirklich kein großes Ding. Und damit gehe ich jetzt gleich schlafen. Ich schaue mir, glaube ich, noch so ein paar YouTube-Videos an oder sowas. Ein bisschen Trash-TV. Mal sehen, was mein iPad so bereithält für mich. Und wir haben jetzt 20.15 Uhr. Oh, man sieht nichts. 20.50 Uhr. Das heißt, es ist auch schon wieder spät. Das heißt, man kann schlafen gehen. Und deswegen freue ich mich, wenn ich dich morgen wieder mitnehmen kann und du morgen wieder einschaltest bei meinem weiteren Porto-Vlog. Heute ist ja nicht so viel passiert, außer dass ich viel gearbeitet habe und es nicht mitgefilmt habe und im Starbucks saß und dann zum Strand gegangen bin. Vielleicht mache ich morgen im Video, teile ich mal ein bisschen was über meine Journal-Routine, weil ich glaube, das auch super interessant ist, was ich mir da so runterschreibe. Ob das Sinn macht, was ich da schreibe oder so. Ja, genau, das seht ihr dann vielleicht morgen. Ich weiß auch wieder nicht, was ich morgen mache. Und auch das ist der Vorteil vom Alleinereisen. Und damit mal wieder eine klare Empfehlung. Reise mal alleine in den Urlaub. Und jetzt gehe ich schlafen. Und ich hoffe, ihr auch. Und ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!